Hätte ich inhaliert? Ach, bisschen schon, glaube ich. Ich würde nicht und mich die ganze Zeit fragen, warum ich das nicht getan habe. Also den spekulativen Inhalator, dieses Device, das Emilia Ticker designt hat, also die Frage, ob man damit quasi sein Leben immer weiter verlängern kann, durch Inhalation jeden Tag, ich glaube, mir wäre das zu anstrengend. I would not inhale. I would inhale. Nein. Ja, hätte ich inhaliert. Ich glaube, ich hätte es auch generell nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob ich mein Leben künstlich in der Weise verlängern möchte. Yeah, that's a very difficult question. I mean, my story illustrates two sort of an opposite decisions on purpose, because I think these two opposites are still fighting inside of me about this. I wouldn't be able to say yes or no, not just yet. Wir wollen den Dialog und die Kollaboration zwischen Gesellschaft und Wissenschaft vorantreiben. Anna Emilia hat uns überzeugt, dass ihr Konzept noch nicht im Stein gemeißelt war. Es war klar, dass sie ihr Konzept zusammen mit MDC-Wissenschaftlern weiterentwickeln möchte. This work now is about this very old human dream to prolong the lifespan and stop aging. Aus dieser Veranstaltung hoffen wir, dass die Besucher einfach anregende Gedanken mitnehmen letztendlich und sich einfach damit weiter beschäftigen, wo sind wir auf dem Weg technologisch, was macht die Wissenschaft und wie können wir zusammen eine wünschenswerte Zukunft gestalten. Good evening. I guess we're gonna start now. We have quite a ambitious program for today. Ich hätte nicht inhaliert, weil ich auf meine eigenen Gene und auf meine eigenen Gennetzwerke vertraue. Der Yamanaka-Faktor sind im Prinzip drei Faktoren, drei Transkriptionsfaktoren, die bestimmte Gene in unserem Genom anschalten, die während der Embryoentwicklung sehr wichtig sind. Und damit kann man im Prinzip eine Zelle in das embryonale Zustand zurücksetzen. Nein, ich würde die Yamanaka-Faktoren nicht inhalieren. Und ich habe auch meine Friseuse angewiesen, keine blonden Strähnen mehr zu machen, sondern mich einfach mal ergrauen zu lassen. Hätte ich diesen inhaliert, um den Alterungsprozess aufzuhalten? Vermutlich ja. Dann könnte man immer weiter forschen, immer weiter neue Dinge herausbekommen. Und das würde, glaube ich, meine Neugier, naja, zumindest mittelfristig, vielleicht eher stillen als die Vorstellung, dass es irgendwann vorbei ist. Also wenn es da irgendwas gäbe, was alles aufhalten könnte und auch das Leben im Alter sehr angenehm und gesund macht, sodass man lange aktiv bleiben kann, wäre das super. Ich glaube, die Technik ist sicherlich bald da, aber wir müssen dann gucken, was passiert dann mit uns. Es könnte auf jeden Fall eine Frage der Ethik sein, glaube ich, wie man diese Technologien dann auch wirklich anwendet. Da muss ich immer an Paragraph 218 und an solche Dinge denken, ja, die jetzt für uns ganz normal sind, die aber vor einer Weile noch nicht normal waren. Und wozu führt sowas alles, wenn man das mal wirklich bis zu Ende denkt? Und das ist manchmal schon ein bisschen beängstigend. Letztendlich ist die ganze moderne Medizin drauf ausgerichtet, uns jünger, heiler, gesunder, länger lebender zu machen. Ja, ist es ethisch, Mensch zu sein? Unethisch ist da nichts dran, wenn sich die Forschung bemüht, den Alterungsprozess anzuhalten oder zu verhindern. Es ist eine andere Frage, ob das richtig ist für den Lebensentwurf des Einzelnen. Ich weiß nicht mehr, was ich gemacht hätte, als ich, wie alt ist der junge Mann, 30 oder sowas gewesen bin, inhaliert. Wenn alle unsterblich sind, dann dürfen keine neuen Menschen entstehen, so bis jedenfalls, wenn die Erde voll ist. Und dann muss man entscheiden, wer abtreten muss, was jetzt der Lebensprozess entscheidet und nicht irgendein Gericht oder eine Kommission. Solche Dinge kommen auf, wenn man sich vorstellt, dass wir 100 oder 150 Jahre leben werden.
wenn das dazu kommen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass ewiges Leben tatsächlich langweilig ist. Von daher, das ist ja das, was uns zu Menschen macht. They probably will try to find out, but I really don't. I think they probably will do at some point, but I don't hope they will, because I find that thought very, scary and not appealing at all. I think it's kind of impossible to imagine how that would change society and how communities work and stuff like that, and I think it would destroy life as we know it. So I think it's actually not appealing, no. In einem gesellschaftlichen Sinne, wenn wir alle unendlich alt werden, dann ist natürlich die Frage, was passiert mit der Bevölkerung. Und ich glaube, das ist eine nette Utopie, die der Einzelne immer anders beantworten würde, als vielleicht die Welt als solche sie beantworten würde. Da wäre es gut, mit Fachleuten sich realistische Utopien zeigen zu lassen, sagen, erklären zu lassen, also nicht irgendwas, sondern Sachen, die tatsächlich auf der Tagesordnung sein könnten in 10 Jahren oder 20 Jahren, und dann wäre es gut, ernsthaft drüber nachzudenken.